Diesmal kein Rezeptvideo, sondern ein Unboxing-Video vom 57er Weber Performer Deluxe GBS. Ja, und ich würde sagen, machen wir jetzt erstmal den Karton auf. Aufgeschnitten habe ich jetzt die oberen Bereiche jetzt aufklappen. Das erste, was uns hier erstmal entgegenspringt, sind zwei Hefte. Die sind super wichtig. Einmal die Bedienungsanleitung und nochmal ein Heftchen. Lege ich erstmal beiseite, komme ich gleich drauf hinzu. Ich nehme jetzt erstmal die Einzelteile runter, lege sie hier unten auf den Rasen und dann gehen wir da drauf nochmal hin ein. Sind jetzt wie gesagt zwei Hefte dabei, die habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Auf der linken Seite ist halt im Prinzip ja eine Gebrauchsanleitung für den Grill selbst, das heißt indirektes Grillen, direktes Grillen, da wird alles nochmal genau erklärt. Was ich aber ziemlich cool finde ist, und zwar dieses Ringheftchen, und zwar ist das jetzt hier die Bedienungsanleitung für den Kohlegrill selbst. Und zwar könnt ihr dann jetzt hier einfach so aufschlagen und dann habt ihr schon die Einzelteile, die dort sich drin befinden. Ich muss mich für den Wind entschuldigen, heute ist es extremst windig. Wir haben über 90 Einzelteile und das Paket selbst hat, ich sage jetzt mal, 47 Kilo gewogen. Und aus diesen Einzelteilen bauen wir jetzt erstmal den Performer zusammen. Das ist natürlich auch wichtig, was ihr natürlich braucht, und zwar ein Schlitzschraubenzieher, ein Kreuzschraubenzieher, und dann ist da mit beigeliefert, und zwar jetzt hier schon der Sechsgangschlüssel. Der ist mit beigeliefert, ja, und würde ich sagen, die Einzelteile habe ich jetzt hier schon mal separat auf den Tisch gelegt. Die lege ich jetzt gleich trotzdem auf den Kohlenportionierer. Ja, und dann würde ich sagen, lass uns mal loslegen. Als letztes beginnen wir erstmal mit dem Deckel, und zwar muss der Griff da jetzt dran. Der ist schon vormontiert, was auch schon vormontierend ist, und zwar das Thermometer. Ja, ich schraube das jetzt erstmal auseinander und dann haben wir den Deckel als erstes schon mal fertig. Hier sieht man jetzt auch schon den vorinstallierten Belüftungssystem, und hier ist natürlich ja das Gasrohr für den Performer selbst. Das macht den Performer aus. Gehe ich nachher noch mal drauf ein, was wir jetzt erstmal machen, und zwar den Deckelhalter. Den habe ich jetzt hier schon mal so zusammengesteckt, stecke ich hier hinten rein, ja, und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder. Deckelhalter ist jetzt dran, etwas friemelig, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber es hat dennoch geklappt. Und was wir jetzt halt im Prinzip dran machen, ist halt hier, ja, ich sag jetzt mal, der Aschekorb. Jetzt gilt es hier raus einen fahrbaren Untersatz zu bekommen, damit der Grill nämlich auch ein bisschen Platz bekommt. Dazu habt ihr, ja, ich sag jetzt mal, solche kleinen Räderchen bekommen, die kennt ihr auch vom Bürostuhl. Die hier unten einfach reinklicken. Ja, das mache ich jetzt erstmal und baue den Tisch erstmal zusammen. Ja, auf der rechten Seite von euch seht ihr schon, da unten ist das nämlich zusammengemacht. Das dient nicht nur zur Stabilität, sondern da kommt nachher noch das Gitter rein. Ich sitze hier zwar richtig locker rum, aber ist halt für mich die passende Arbeitshöhe. Was ihr machen müsst, und zwar, ihr müsst darauf achten, dass dieses gelochte Plastikteil nach oben guckt und im Prinzip hier einfach nur dran macht. Das mache ich jetzt noch mit der Seite hier und dann ist das Grundkonstrukt schon mal fertig. Das nächste, was wir machen müssen, hier oben sind ja schon die Räder dran. Ihr habt jetzt eine ganz lange Stange dabei, diese hier einfach unten nur durchschieben. Ich glaube, ich drehe den Tisch nachher nochmal, dann ist es auch für mich auch angenehmer. Schieben das jetzt hier so durch, dann habt ihr Abstandshalter, die kommen da im Prinzip rein. Dann habt ihr hier diese Räder, die sind übrigens aus, ja, ich will nicht sagen Vollgummi, aber die sind halt gummiert. Also gegenüber den anderen Grills ist das jetzt halt schon wirklich sehr leise durch die Gegend zu schieben. Da jetzt einfach die Stange drauf schieben, so weit durchschieben, wie es geht, und dann habt ihr halt ein Gegenstück. Dieses Gegenstück am besten mit einem Gummihammer auf der anderen Seite halt drauf kloppen, bis es einklickt, ja, und dann habt ihr die unteren Räder auch schon fertig. Was wir jetzt machen, und zwar dieses Gitter hier unten reinmachen, weil wir wollen ja einen gut funktionierenden Wagen haben. Dazu hier im Prinzip das Gitter jetzt hier reinschieben. Jetzt kommt auch das zum Vorschein, was ich vorhin sagte, dass die Löcher auf der einen Seite halt nach oben gezeigt werden müssen. Da halt reinschieben, so weit wie es geht, ja, und dann hier auf der anderen Seite einfach nur einrasten. Für euch nur wichtig zu wissen ist, die kleinen Plastikräder sind auf eurer Seite vorne rechts, und da könnt ihr dann jetzt im Prinzip hier oben auch schon das Performer-System halt drauf stecken, von oben nach unten runterschieben, und dann seht ihr dann hier oben auch schon, dass das von den Löchern her passt. Das baue ich jetzt erstmal so weiter zusammen und hole euch gleich nochmal hinzu. Was wir jetzt natürlich als nächstes machen müssen, den Tisch für den Performer hier oben drauf machen. Wichtig für euch ist dann halt wieder noch zu sagen, dass das Performer-System auf eurer Seite rechts sein muss, und dann
den Tisch hier oben einfach im Prinzip nur drauf machen und euch nach den, ja, im Prinzip nach den Löchern, nach den Schraubenlöchern hier oben zu orientieren. Das mache ich jetzt erstmal. Nicht, dass ihr euch wundert, da ist jetzt ein so eine Öse mit bei, mit ja, so einem Schraubmechanismus und eben halt hier solche kleinen, ich sag jetzt mal Haken mit dabei, mit so einem Seil. Das hat Folgendes so gut. Und zwar hier habt ihr jetzt ein ganz kleines Loch, das müsst ihr jetzt machen, weil hier nämlich jetzt gleich der Kugelgrill reinkommt. Und zwar macht ihr das im Prinzip hier rein. Klack. Und das andere Ende zeige ich euch nämlich gleich, denn das kommt nachher noch in den Kohleeimer. Diese Öse an den Eimer dran festmachen und zwar dazu hier einfach in das Loch mit rein, die beiliegenden Scheiben mit dran machen. Auf der anderen Seite habt ihr dann hier halt so eine kleine Mutter. Das mache ich da jetzt dran fest. Ja, und dann können wir die beiden gleich miteinander verheiraten. Als nächstes kommt dann der Eimer hier unten in das System rein. Dazu einfach den Eimer hier unten in die vorgesehenen Löcher regelrecht reindrücken. Könnt ihr natürlich ein bisschen gucken, dass ihr da regelrecht reinkommt. Dann klackt das einmal. Und dann habt ihr hier, wie gesagt, das ist Seil. Und diese beiden müssen wir dann miteinander jetzt verheiraten. Hier seht ihr jetzt diese kleine Öse und hier wieder diesen Haken. Dazu einfach, wie gesagt, hier die Öse mit den Haken zusammen verbinden. Und schon kann euch der Eimer nämlich nicht mehr nach vorne wegkippen. Was wir nicht vergessen dürfen, und zwar die Radkappen. Die sind nämlich auch super wichtig. Dazu einfach hier in den vorgesehenen Löchern diese Löcher oder beziehungsweise diese Stifte, die da vorgesehen sind, einfach gegenhalten. Und dann einmal richtig mit geballter Männerkraft draufdrücken und schon habt ihr die Räder auch schon schön. Was wir jetzt als nächstes machen, und zwar ja im Prinzip eigentlich den Grill mit dem Tisch, mit dem Performer-Tisch zusammenzufügen. Dazu einfach den Grill hier auf den Tisch, auf der anderen Seite vom Tisch halt hervorheben und dann eben halt so ausjustieren, dass er mit den Löchern übereinstimmt. Und diese Löcher gilt es jetzt natürlich mit den vorgesehenen Schrauben zu füllen. Das heißt, ich schraube den jetzt erstmal fest. Für die Gaszündung, was den Performer hier ausmacht, und zwar den Zünder hier dran machen. Dafür haben wir hier diese Steuereinheit plus Batterie mit Anzündknopf. Die Steuereinheit hier unten im Prinzip einfach nur durchstecken und dann ja die Batterie hier reinstecken und eben halt den Knopf drauf machen. Das mache ich jetzt erstmal. Batterie steckt drin, der Knopf ist auch drin, eine Gewischte habe ich auch schon bekommen. Die beiden Kabel logischerweise der Farbe entsprechend damit anschließen, ja, und damit habt ihr die Zündung dann schon mal angeschlossen. Es war jetzt hier an diesem Messingteil so eine kleine Klammer da dran. Das dient im Prinzip, dass die Gaszufuhr für das Performer-System hier im Prinzip in das Rohr reinkommt und hier die Kohlen anzündet. Dazu die Klammer einfach abmachen hier vorne dran, hier reinstecken. Und zwar richtig durchstecken. Und jetzt heißt es, diese Klammer von da bis da hier drüber stecken. Das heißt, von hier aus, jetzt versuche ich mal mit ganz viel Gewalt reinzustecken. Ja, ich glaube, dafür brauche ich noch ein anderes Werkzeug, um das halt wirklich drauf zu machen. Und wenn ihr das dann dran habt, ja, dann ist der auch schon von hier unten her einsatzbereit. Kohlerost habe ich hier schon mal reingemacht. Hier unten ist jetzt das Performer-System. Das heißt, hier strömt der Gaszufluss. Hier vorne kommt die Flamme raus. Was das genau ist, zeige ich euch später nochmal. Jetzt haben wir hier das GBS-Rost. Das kommt natürlich hier rein. Und schon mal den Deckel drauf. Ja, so sieht er in etwa aus. Aber gehen wir jetzt erstmal auf das Performer-System ein. Als nächstes machen wir hier die Steuerungseinheit, beziehungsweise die, ja, im Prinzip die Uhr hier rein. Wichtig dabei ist halt ein ganz kleines Werkzeug zu benutzen. Die Batterien werden auch mitgeliefert. Einfach hier oben reinstecken, unten reinklacken, bis es reinklackt. Hier unten haben wir jetzt das Performer-System. Das ist nämlich ziemlich cool, habe ich euch vorhin gezeigt. Hier ist der Anzünder und hier ist der Gasregler. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das Performer-System braucht natürlich Gas. Und dazu im Prinzip hier einfach nur die Sicherung rausziehen. Ich habe jetzt hier die ganz normalen ja, Gasbotteln von Weber. Diese einfach hier drauf drehen. Und wenn ihr die dann fest genug drauf habt, zeige ich euch gleich, wie das Performer-System angeht. Um an das Performer-System ranzukommen, die Klappe hier vorne einfach nach oben drücken. Dann habt ihr hier, wie gesagt, den Gashebel, den Gas. Am besten in die Plusrichtung, soweit es geht, halt aufdrehen. Und dann im Prinzip die Zündung drücken. Jetzt zeigen wir euch das nochmal von oben. Das heißt, aufdrehen und dann schon die Zündung drücken. Dann hört ihr das einmal fupp und dann wisst ihr ganz genau Bescheid. Das Performer-System ist an und damit lässt sich jetzt hervorragend Kohle anzünden. Kohle ist natürlich jetzt auch ein sehr schönes Stichwort und denn das machen wir jetzt. Die Kohlen sind jetzt schon drin in den Kohlenkörben. Die sind natürlich auch mit zugeliefert worden oder dabei geliefert worden. Jetzt einfach, wie gesagt, das Performer-System zünden. Ihr hört wieder fupp. Was ihr jetzt macht, und zwar, ihr schiebt im Prinzip die Kohlenkörbe so darüber, dass beide Seiten ungefähr mittig darüber sind. Und das war's auch schon. Das heißt, ihr braucht nicht mehr ein
Kohlenanzünder nehmen oder ähnliches, denn somit zündet ihr jetzt erstmal die Kohlen an. Das mache ich jetzt hiermit und brenne den somit ein. Während der Grill einbrennt, möchte ich euch gerne diese Detailaufnahmen zeigen. Ja, das war's, das Video zum Weber Performer Deluxe GBS System. Das Aufbauen selber habt ihr ja gerade gesehen, war relativ einfach, aber dennoch braucht ihr ein handwerkliches Geschick dafür. Kommen wir zum Ende zu dem Video. Ich hoffe, das Video oder das Unboxing hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Testberichte oder Unboxings schaut einfach auf tobias.kirk.de nach.